Wir haben heute einen sonnigen Tag. Zur Mittagszeit, 12.30 Uhr, haben die Photovoltaikanlagen 40 Gigawatt Leistung ins Netz eingespeist. Das ist so ungefähr 80% des gesamten Verbrauchs zu dieser Zeit. Und es ist so viel, wie 40 Kernkraftwerke an Leistung einbringen würden. Nun muss man sich vorstellen, dass die Sonne sich langsam auch aber abmeldet. Gerade jetzt wird die Leistung als Photovoltaik immer mehr abnehmen. Und die 40 Kernkraftwerke, so kann man sich vorstellen, werden nach und nach abgeschaltet. Aber der Verbrauch ist doch geblieben. Jetzt müssen andere dort einspringen. So, und was ist in Deutschland passiert? Alle Pumpspeicherwerke in Deutschland haben zur Mittagszeit volle Kanne gearbeitet, das Letzte gegeben, was sie konnten, und haben etwa ein Zehntel der Leistung abgespeichert. Und in diesem Moment jetzt schalten sie gerade um auf Erzeugerbetrieb. Das heißt, sie helfen dem Stromnetz, die fehlende Menge an Strom zur Deckung des Verbrauchs zu sichern. Aber insgesamt haben wir mit der Gesamtkapazität von Pumpspeicherwerken viel, viel zu wenig. Und die zusätzlichen Heimspeicher schaffen es auch nicht, sodass die nächste Aufgabe ist, es muss unbedingt danach gesucht werden, neue Speichermöglichkeiten zu schaffen. Und wir können nicht warten, bis die Strategien des grünen Wasserstoffs wirklich tragen. Ja,